Willkommen zurück bei Minecraft. Ach, ich habe ja noch nicht auf Easy geschaltet jetzt. In diesem Part, ja, wollen wir ja umziehen. Aber zunächst mal tue ich mich wieder aufwärmen, indem ich wieder gegen ein paar Monster antrete. Texture Pack ist leider immer noch keins drin, weil es momentan noch keins gibt. Ich habe nach einem Mieser Texture Pack schon geschaut, aber das funktioniert nicht. Da ist immer noch die ganzen Blöcke immer noch weiß. Auch obwohl ich den richtigen MC-Patch habe, aber naja, egal. Wo ist der Slime? Aber doch gerade eben ein Slime habe ich gesehen. Naja, das war ein kleiner, der zieht uns bestimmt nicht so viel ab. Slimey, ich rette dich, aber du musst mir sagen, wo du bist. Slimey. Die Musik habe ich jetzt auch übrigens ein bisschen lauter gemacht. Die war im letzten Part ja kaum zu hören. Da drüben eigentlich. Das ist wieder die Insel, wo wir mal uns verirrt haben. Vielleicht ziehen wir ja dort um. Nee, das ist wahrscheinlich wieder eine Insel. Gott, so viele Inseln hier auf dieser Map. Und ein fetter Bolzen ist da bei unserem Zuckerrohr. Und ein Creeper sitzt auf unseren Melonen. Na warte, den holen wir uns jetzt da runter. Der verseucht noch unsere Melonen. Wisst ihr was? Ne, nur ein paar Spinnen, die uns jetzt angreifen. Autsch! Verdammte Spinne! Ah, ich hab Spinnen schon immer gehasst. Gut, dann nähern wir uns langsam der nächsten Spinne. Ah, aua! So, wo ist der Creeper? Wo ist der Creeper? Wo ist der Creeper hin? Wo ist der Creeper? Da ist er. Da ist der Creeper. Er schwimmt gerade, okay. Erst sich auf unsere Melonen setzen und dann auch noch ein Bad nehmen. Auf meine Kosten. Gott, ich sollte nicht zu nah rangehen, sonst beschädigt er vielleicht noch unser Haus. Oder unsere Felder. Na warte! Er ist bestimmt sauer. Hallo! Hallo! Der will mit mir spielen! Und auf ihn! Nein! Ah! Scheiße! Ich hätte das echt nicht tun sollen gerade, das war dumm. Das war dumm. Ich gebe zu, das war sehr dumm. Scheiße, das hatte unsere Melonenfeld ein bisschen zerstört. Shit. Müssen wir reparieren nachher. Wie geht's denn unseren Tieren eigentlich? Hoffentlich ist da nichts auf unserem Haus. Hier ist ganz schön die Party. Tier- und Monster-Party. Und warum bin ich nicht eingeladen? Warum bin ich nicht eingeladen? Das kann doch nicht sein. Ohne mich findet doch keine Party statt. Was habt ihr mit mir gemacht? Gleich sehe ich so aus wie ein Zombie. Oh nein, ich bin so klein wie Minimi. Was? Egal. Weh, du greifst meine Tiere an. Ich hab die sehr, sehr lieb. Gleich wird's Tag zum Glück. Raus da, das ist nicht für dich, das ist für die Tiere. Das wäre scheiße, wenn die Zombies die Viecher angreifen würden. Das wäre sehr, sehr scheiße. Zum Glück machen die es nicht. Nein, wo ich angebaut ist jetzt nicht ein. Ich finde schon scheiße, dass ihr die Skelette verstärkt habt. Autsch! Ach, ich muss mehr fressen. Moment, das haben wir gleich. Und es wird Tag. Gleich geht's den Monstern an den Kragen. Oh, Moment, ich glaube, die ist ein bisschen zu laut, die Musik. So, jetzt. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Verpiss dich. Nein, geh weg. Geh weg. Daneben. Lern zielen. Du Spaten. Autsch. 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 Ich hasse Skelette. Die sind so stark und so unfair. Aimbot. So, Zombie! Zombie! Oh na, sag los, es regnet. Scheiße.
Ich hasse es, wenn es regnet. Da brennen die Viecher nämlich nicht weg. Die Zombies und so. Und... Autsch! Und auf den Kopf! Ach, verdammt, sogar Gewitter. Scheiße. Okay. Wir sollten schnell in unser Haus gehen. Ja, ihr seht, die Monster brennen nicht weg. Ah, scheiß Wetter. Ich gehe jetzt schlafen. Ah, guten Morgen. Und Gewitter, verschwinde. Ah, haha, da brennt schon die ersten Kameraden. Verdammt, der hat sich gerettet, indem er ins Wasser geflogen ist. Haha. Ah, die sind schlau. Ja, das ist die neue KI, die verstecken sich in Schatten, die Zombies und so. Na los, komm her. Traust dich nicht in die Sonne? Mann, hier sind überall Skelette. Obwohl es Tag ist. Verdammte Untote, die werden immer schlauer. Autsch. Ach, geh doch einfach krepieren, Mensch. So, wir kommen ja gar nicht zu dem Zeug, was ich mal gerade machen möchte. Ach, unsere Kartoffel ist noch nicht fertig gewachsen. Okay, nehmen wir mal alle Sachen und lagern sie rein in die Kiste. Zack, 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 zack. Ah, Melonen brauchen wir noch. Nehme ich gleich einen Schwung mit. Und dann nehme ich noch Holz aus dem Lagerhaus mit. Dann können wir losgehen. Und ich crafte mir jetzt vielleicht noch ein Brot. Und ein paar Tränke, glaube ich, kann ich auch noch mitnehmen. Einfach mal so, weil wir die sonst gar nicht loswerden. Für was haben wir die denn gecraftet, wenn wir sie nicht benutzen? Nee? So, unser Deutschlandhaus oder unsere Flaggen hier jetzt. Gut, hier sind unsere Tränke. Ich hab total vergessen, wie die Rezepte gehen. Deswegen kann ich hier momentan nichts Neues craften. Hä? Lass meine Tiere in Frieden, ihr verdammten Untoten! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Untote! Verpisst euch von meinem Grundstück! Ich kann euch nicht leiden. Haut ab und krepiert. Ich kann euch nicht leiden. Geht sterben und lasst mich. Was machst du denn hier? Das hättest du nicht tun sollen. Gut gemacht, Hunde. Was ist denn da drüben? Ist das ein Slime? Ja, das ist tatsächlich ein Slime. Ach gut, dass wir auf einem Schleimbiom sind. Ich meine in Sumpfbiom, da kriegen wir immer neue Slimebälle. Guten Tag, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Ich will dich töten! Nein, wirst du nicht. Ich werde dich töten! Nein, wirst du nicht. Also, verdammtes Arschloch, ich werde dich trotzdem noch töten! Nein, wirst du nicht. Wir werden dich töten! Nein, wird er nicht. Lasst mich in Ruhe. Gebt mir eure Schleimbälle. Und dann lasse ich euch in Ruhe. Mann, die geben ganz schön Erfahrungspunkte, die Slimies. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt könnten wir uns später, wenn wir wahrscheinlich in Folge 300 sind, weil ich wahrscheinlich dieses Let's Play weiterhin in die Länge ziehen möchte, werden wir wahrscheinlich so viele Sticky Pistons haben mit sehr vielen automatischen Maschinen wahrscheinlich. Damit wir die Schleimbälle irgendwie loswerden. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Slimebälle sammeln anfangs dieses Let's Plays. Warum ich jetzt eigentlich hier bin? Ich ganz einfach, ich möchte jetzt einfach noch meine Rüstung verzaubern, meine Schwerter und das ganze Zeugs. Wenn wir schon hier sind. Lalalalalalalala. Diese Musik ist, glaube ich, auch ein bisschen viel zu leise. Ich glaube, ich mache es lauter, weil sie gut ist, die Musik. So, ich glaube, die Lautstärke reicht.
Mann, ich habe immer die Befürchtung, dass hier jemand spawnt. Außer die Spinnen natürlich, die spawnen hier natürlich immer. Aber es gehört ja so. Ach ja, genau, wir wollen jetzt unser Schwert verzaubern. Verdammt, wir haben Erfahrungsstufe 15. Da bräuchten wir jetzt eigentlich mehr Bücherregale. Dann hätten wir jetzt eine gute Verzauberung. Ja, wir kriegen es momentan nur bis 10 hoch. Aber es ist, glaube ich... Ich glaube, 10 reicht eigentlich. Verbrennung und Schärfe. Nein, Verbrennung ist schlecht. Wenn die Viecher dann brennen, dann tun sie mich auch in Brand setzen. Egal, komm, scheiß drauf. Tun wir noch unsere Rüstung verzaubern und dann machen wir uns auf den Weg. In ein neues Biom. Neue Abenteuer warten uns dort. Neue Viecher. Na gut, neue Viecher nicht. Wir kämpfen immer gegen die gleichen Idioten, aber... Ich glaube, die Musik ist zu laut. So, jetzt. Ich kann nicht überprüfen, wie laut die Musik gerade ist. Deswegen mache ich es gerade nur nach Gefühl. Da hat jemand einen Block geklaut. Verdammter Enderman. Wenn ich den erwische. Hier ist ein Streuner. Na ja, gut, den lassen wir jetzt erstmal. Hier ist noch ein Streuner. Hier sind lauter Streuner in diesem Wald. Hier ist irgendwo Creeper Island, glaube ich. Da ist noch ein Streuner. Ich höre einen Slime, kann das sein? Nö, ist kein Slime. Oh Mann, lauter Streuner. Ich sollte hier einen Kammerjäger, einen Zwinger hier hinbauen. Überall Streuner, das gibt's doch gar nicht. Na egal, komm. Ah nein, ich brauche noch einen Kompass. Shit, sonst sind wir nie wieder zurück. Okay, kleine Planänderung. Ich fahre wieder zurück nach Hause. Ah ja, das ist ja genau. Wir müssen auf die Seerosen aufpassen, weil wenn wir die rammen, dann boom, dann geht unser Boot kaputt. Total realistisch. Nein! Hä? Die bauen uns jetzt ab? Ach cool, cool, cool. Wusste ich gar nicht. Okay, ist wahrscheinlich gefixt worden. Aus dem Weg! Hallo Hund, magst du mitkommen? Der wartet ja schon auf uns. Na komm mit. Du bist ja fast tot. Na gut, dann bleib da. Der Hund schaut aufs Meer hinaus. Eines Tages werden wir wieder herkommen. Keine Sorge, das verspreche ich dir. Lalalalalalala. Scheiß auf die Melonen, jetzt die nachzupflanzen, habe ich jetzt keine Lust. Ich möchte mich jetzt einfach auf den Weg machen. So, Kompass, wo ist der Kompass? Der Kompass, wo ist der Kompass? Wo ist der hin? Verdammt, es wird bald Nacht. Aber ist mir egal. Mann, mir ist so ziemlich viel egal in diesem Let's Play, fällt mir auf. Wir haben noch einen Kompass, oder? NPC-Zeugs, bla bla bla, Tränke. Oder haben wir keinen Kompass? Kompass? Where is our compass? I don't know what a... It can't be... Oh, scheiß Englisch, ich weiß. Na gut, sollen wir uns einen schnell machen? Haben wir Redstone? Huch, kurzer Musikaussetzer gerade. Schau mal schnell, vielleicht können wir uns hier schnell bauen. Bevor es Nacht wird. Na, Redstone brauchen wir auf jeden Fall. Eins reicht. Okay. Ach komm, jetzt brauche ich nur noch Eisen, dann crafte ich mir schnell ein. Ich glaube, wir müssen noch was im Ofen haben, oder? Na, wo ist es jetzt? Ein Eisen, toll. Na, dann nehme ich es mal mit. Wir können uns ja unterwegs noch einen Kompass craften. Jetzt machen wir uns schnell auf den Weg. Ade, zu Hause. Wir sehen uns bald wieder. Aber zunächst müssen wir ein neues Terrain erforschen. Wir können ja nicht immer nur in diesem Sumpf bleiben. Das geht ja nicht. Wo ist unser Boot eigentlich? Bootilein. Hat SpongeBob geklaut, dieser verdammte Arsch. Ich hasse SpongeBob, der hat mein Boot geklaut. Ernsthaft jetzt? Wo ist es? Kacke.
Ich will mein Boot wieder haben. Na gut, mach ich mir ein neues. Verdammt, der SpongeBob klaut einfach mein Boot. 1, 2, 3, 4 und 5. Warum sage ich das immer auf in einem sächsischen Akzent? Keine Ahnung. So. Jetzt. Wenn ich das jetzt sehe, das Boot, dann... Tschüss zu Hause. Wir sehen uns eines Tages wieder. Vielleicht in Part 325. Da ist das scheiß Boot. Tschüss Hund, wir sehen uns bald wieder. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum neuen Land. Zu einem neuen Land, ja. Und die Oktopusse leisten uns Gesellschaft. Dem Sonnenuntergang schwimmen wir entgegen. In ein neues Gebiet. Ein neues Abenteuer erwartet uns. Ich hoffe, dieses Ozeanbiom ist nicht zu lang. Und jetzt fängt auch schon die Nacht an. Moment, ich gönn mir mal ein Abendessen. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich weit auf dem Meer draußen. Moment, Musik mache ich lauter, die ist ein bisschen cool. Schwimme unter Wasser, Mensch! Doofer Oktopus. Ach, schön. Das ist auch wieder so ein Grund, warum ich Minecraft so gerne mag. So mag, meine ich. Kann sich jetzt nur um Minuten oder um Stunden handeln, bis wir ein neues Gebiet erreicht haben. Aber je weiter es entfernt ist, desto modern ist die Map. Also das Biom, weil unsere Map wäre ein wenig veraltet, weil wir ja die Map in der Version keine Ahnung was erstellt haben. 1.2 glaube ich haben wir sie erstellt. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ich werde mich bald aufregen, da kein neues Land erscheint jetzt. Wir sind mitten auf dem Meer. Nachts. La 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 la. Ja, das ist voll langweilig. Ich weiß, momentan passiert gerade nichts. Stell dich mal vor, wir hätten unser Boot jetzt nicht mehr. Das wäre doch eine Katastrophe, oder? Vielleicht können wir irgendwie unter Wasser blicken. Ganz schön tiefes Meer. Überall Oktopusse. Hätte ich mir vielleicht eine Map craften sollen? Nee, komm. Er braucht schon eine Map. Die ist wieder ein bisschen laut, die Musik. So, jetzt. Wann kommt neues Land? Wann kommt neues Land? Ich sehne mich danach. Wann kommt neues Land? Wann kommt neues Land? Ich sehne mich danach, neues Land zu finden, aber ich finde es nicht. Ich weiß, ich kann nicht singen, aber das wird's nicht bringen. Oh, scheiße. Boah, ich sehe nicht einmal eine Insel. Wo sind wir? Sind wir mitten auf dem Pazifik oder was? Wir schwimmen jetzt schon eine halbe Nacht durch das Meer. Langweilig. Momentan passiert nichts. Oh Gott! Oh Gott! Es passiert was! Ne, passiert nichts. Ist immer noch langweilig. Wann taucht neues Meer auf? Wann taucht neues Meer auf? Nein, warum habe ich das gesagt? Es taucht wahrscheinlich doch neues Meer auf, scheiße. Das Gebiet ist hier ein bisschen seichter. Vielleicht können wir hier unser Leuchtfeuer platzieren, damit wir, wenn wir zurücklaufen, wissen, dass wir hier waren. Hoch, was ist da hinten? Bambus!
Okay, ich platziere noch schnell das Leuchtfeuer und dann machen wir uns auf den Weg zu diesem Bambusbusch hier. Sieht sehr interessant aus, was da drüben ist. So, ich baue jetzt einfach mal hier ein... 1, 2. Platziere das so mit einer Fackel. 3 und 4. Okay. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu dem Bambus. Hä? Sag bloß! Sowas habe ich noch nie gesehen. Allein ist Bambus. Forever alone. Ist da hinten noch eine Insel? Wahrscheinlich wieder so eine Mini-Insel. Ja, genau. Und die Musik ist aus. Komisch. Die spinnt irgendwie ein bisschen, oder mein Media Player spinnt ein bisschen. Keine Ahnung. Wie schwimmen? Scheiße, Musik ist aus. Okay, hier kann ich wieder laut machen. Ist ein bisschen leise, die Musik. Mann, wann findet man neues Land? Ernsthaft jetzt? Ich hätte nicht zurücklaufen sollen. Ich hätte auf meiner Insel bleiben sollen. Auf meiner bescheidenen Insel. Aber nein. Ich musste sie ja verlassen. Mit den Rohstoffen und den Tränken, die wir uns dort aufgebaut haben. Neues Land. Oh Gott. Was ist da? Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ist das jetzt eine neue Insel? Sieht nicht so aus. Ist wahrscheinlich nur ein kleiner... Hallo Zombie. Das ist wahrscheinlich nur ein kleines Archipel. Ich schwimme mal drum rum, vielleicht finden wir ja irgendwas. Nee, das scheint wohl nur ein kleines Archipel zu sein. Schade eigentlich. Ich hätte es gedacht, wir finden hier eine Insel. Also angenommen, wir finden jetzt ein neues Land, ne? Wir werden es ja dann nie wiederfinden, falls wir mal wieder zurücklaufen sollen zu unserem Spawnpunkt, oder? Was meint ihr? Ich glaube, ich schwimme jetzt mal ein bisschen weiter seitlich. Seitlich. Seitlich schwimmen ist angesagt. Lalalala, der Mond ist bloß Gesellschaft und die Musik ist so laut. Ich weiß nicht, wie ich das kommentieren soll. So langsam habe ich den Gedanken, es offscreen jetzt machen zu wollen, bis ich eine Insel gefunden habe. Aber es wäre, glaube ich, ein bisschen... Ah, da kommt was. Ein Dschungel. Ein Dschungel. Ach, schön. Gut, dann schauen wir mal uns ein bisschen um oder schwimmen da herum. Gut, vielleicht ist ja auch ein Tempel dort. Das wäre auch mal ganz interessant, so in den Tempel reinzuschauen. Und da ist ein Junkfehler und man sieht Lava. Aber nachts in dem Dschungelbiom reinzukommen, da ist schon ein Creeper! Ein Creeper! Ein Creeper! Ein Creeper! Und was ist das? Ein Hühnchen! Ein Hühnchen! Ein Hühnchen! Ein Hühnchen! Ah, und hier ist ein Terrarium. Und was ist da hinten? Oh Gott! Was ist da hinten? Oh Gott, da brennt was! Warum brennt da was? Schauen wir uns das mal näher an. Da brennt doch was. Oh Gott! Warum brennt es dort hinten? Oh Gott, das Feuer breitet sich aus. Wenn wir nicht aufpassen, müssen wir den ganzen Dschungel hier in Brand setzen.
Was hat das zu bedeuten? Lava. Das erklärt natürlich einiges. So, okay. Mir gefällt's hier. Also, ich wollte ja schon immer mein Zuhause an dem Flachlandbiom bauen. Außerdem ist hier nahe dieses Bioms Holz. Wir könnten hier ein super Dörfchen aufbauen und es dann erweitern. Mit, ja, immer weiter erweitern, ne, bis wir so ein riesiges, bis wir so eine riesige Stadt dann irgendwann mal haben, die wir mit einem Burgmauern, die wir mit einer Burgmauer, ich kann mich gar nicht mehr richtig ausdrücken, die wir mit einer Burgmauer umziehen, und dann haben wir hier eine richtig schöne Stadt hier am Wassermeer, keine Ahnung. Aber soweit dürfen wir noch nicht denken, wir haben hier nicht einmal eine Hütte. Und da hinten ist sogar ein Berg. Hey, ich schau mal da hinten nach. Oh Gott! Höhle. Verdammte Höhlen. Hier sieht man so schlecht eine Höhle wegen dem Gebüsch da. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, falls hier eine Klippe ist. Falls eine Klippe ist. Ein paar Kühe, ein paar Kühe,